Oh, endlich gleich wieder zu Hause. Als hier auf der Kreisarbeitstagung der erfolgreichen Kuhlandwirte. Das war wieder eine anstrengende Sache, hier mit Kollegen da. Und eins von den Bieren muss sich ja auch schlecht gewesen sein, da. Ist schon ein hartes Leben. Was bin ich froh, wenn ich jetzt gleich zu Hause bin. Ich kann schon nicht mal mehr richtig. Ich sag ja, eins von den Bieren muss schlecht gewesen sein. Keine Ahnung. Die haben mir bestimmt Alkohol in mein Bier getan. Ah ja, gleich sind wir daheim. Da ist es auch egal. Huch. War es hier schon immer so kurvenreich? Oh, die Familie ist auch schon da. Oh, fast einen Spiegel abgefahren. Aber zum Glück auch nur fast. So, dann gehen wir mal rein. So, guten Abend, ihr Lieben. Ja, war anstrengend. Ich muss mich jetzt erstmal einen Augenblick hinlegen. Zettel auf den... Was? Zettel auf den Tisch. Ja, guck ich mal. Ach, nee, hast du gleich hier. Ja, gib mal her. Was, eine Nachricht von Mr. Bonecrusher? Ja, ich guck mir das mal eben an. Hallo, Micha. Guck mal auf deinen Hof. Ich hab dir da mal was dagelassen. Viel Spaß. Gruß, Jan. Wollen wir mal gucken, was er da jetzt meint. Guck mal auf deinen Hof, hat mir was da gelassen. Ja, bin gespannt, was er da jetzt meint. Eigentlich alles wie immer. Den Schlepper habe ich aber definitiv nicht so dahingestellt. Mal gucken, was. Nun ziehen wir den mal eben ein Stück raus. Ist ja schön. Halle der Kühe. Qualitätsfutter vom Profi. Richtig. Passig so. Das hat er. Oh. Kennzeichen passt auch. Das ist ja mal. Das ist ja mal ein schönes Gerät. Also. Hammer, wann war denn der da? Hätte ich unheimlich gerne noch mal einen Tee mit ihm getrunken da. Das freut mich richtig. Das sieht ja mal richtig nice aus, finde ich. Muss ich glatt mal gucken, ob ich ihn gleich noch erreiche. Dann fahren wir hier mal eben wieder ein Stückchen rein. Fährt mein Schlepper jetzt nicht los? Technik, die begeistert. Mach das mal ohne Display.
Ja, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Vielleicht sieht er das hier ja auch schon. Also schön, schönen Dank. Finde ich wirklich schön gemacht. Gefällt mir wirklich gut. Aber auch mit dem Kennzeichen, mit den Kühen da drauf. Richtig nice. Wird immer passiger. Kann bei der Gelegenheit, sage ich auch mal gleich danke für die schönen Frontgewichte, die du gebastelt hast. Und hier mitunter auch für einige der Poster und was er alles schon gemacht hat. Also vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir bald mal zusammen, also wenn du mal wieder in der Gegend bist hier, trinken wir auf jeden Fall mal einen Tee. Und dann gucken wir uns das mal zusammen an. Ja, schöne Grüße gehen raus an Mr. Bonecrusher. Beschreibung oder vielmehr Link zu seinem Kanal ist hier drunter. Das war jetzt nur mal so ein ganz kurzes Zwischenvideo als kleinen Dank sozusagen. Mach auch mal den Link zu seinem Video, das er zu dem Thema gemacht hat, auch noch mal rein. Schaut euch das ruhig auch mal mit an. Lasst da ruhig mal ein Abonnement bei dem Mr. Bonecrusher da. Das bringt auch immer ganz gut Spaß. Der ist ja auch der Wildeshausener Geest unterwegs, waren wir neulich auch zusammen. Also ich sage schönen Dank für diesen wunderschönen Ladewagen, dass du mir den so verschönert hast. Und das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Reinhauen. Tschüss.